Hallo miteinander zum Regionalwetter vom Nationalfeiertag am 26. Oktober 2018. Die letzte Tag war eigentlich zuerst was ziemlich ruhig, mit ruhigem Hochdruckwetter seit mittlerweile 3 Wochen. Dann am Mittwoch die große Abwechslung ist gekommen. Endlich hat es einmal geregnet, zwar nicht die erwarteten Mengen, denn es fehlen immerhin schon 400 bis 500 Liter in dem Jahr. Das muss es irgendwann wieder gut machen, sonst haben wir im nächsten Frühjahr dann auch Probleme, vor allem wenn es dann wieder trocken ist. Dann hat es eben am Mittwoch geregnet, so die bis zu 20 Liter. Und jetzt kann man gestern und heute eigentlich schon wieder an Traumtage gehabt. Sonne pur, teils Hochnebel im nördlichen Rheintal, aber Temperaturen von 10 bis 16 Grad, also fast schon T-Shirt-Wetter. Die nächsten Tage werden aber wieder abwechslungsreich und vor allem für die Meteorologen wieder sehr spannend. Denn heute am Abend ziehen schon die ersten Wolken hoch, die sieht man teilweise jetzt schon. Und in der Nacht kommt dann eine Front, beziehungsweise nicht wirklich eine Front, sondern eher, es drückt die ganze Feuchtigkeit vom Süden gegen die Alpen und die warme Luft geht dann über die kalte Luft und regnet sich dann ab. Dementsprechend erwarten wir große Niederschlagsmengen, vor allem südlich der Alpen sind bis zum Mittwoch eine über 400 Liter Niederschlag möglich. Natürlich nicht komplett überall auf der Südseite, sondern natürlich nur im Stau. Dennoch, Riesenmengen, bei uns wird es weniger, aber SROM rechnet aktuell auch bis zu 80 Liter Niederschlag bis Samstag 20 Uhr. Dementsprechend können wir mal wieder die Flüsse für kurze Zeit normales Wasser führen. Aber es sei gesagt, die Schneefallgrenze ist noch Thema, denn sie sinkt von 2000 Meter bei Niederschlagsanfang auf teilweise 1000 Meter und dann in der engen Täler, wo kein Wind weht und wo es der ganze Tag körig aberlaut, dort kann die Niederschlagsabkühlung greifen. Das heißt, die Luft kühlt sich ab und der Schnee kann tiefer fallen. So erwarten wir teilweise bis in höhere Tallagen, so um die 700, 800 Meter teilweise noch Schneefall. Also aufpassen und wenn möglich die Winterreifen irgendwie bereithalten. Die großen Regenmengen gelten aber hauptsächlich für den Süden. Im Norden wird es weniger und nördlich von der Linie Hohenems ungefähr erwarten wir nur noch zwischen 10 und 25 Liter. Also dort nichts Besonderes mehr. Dennoch fällt der morgige Tag ins Wasser und die Temperatur mit 8 Grad sind doch herbstlich kühl. Am Sonntag schneit es dann sehr schnell auf 1000 Meter ein bisschen und darunter regnet es. Über den Tag aber lockert es auf und es kommt vor allem in der Höhe wieder sehr warme Luftmassen zu uns, sodass wir in eineinhalb Kilometer Höhe wieder um die 10 bis 15 Grad erwarten dürfen. Am Montag blieb es dann weiterhin mild, vor allem in der Höhe. In der Tallagen kann sich vereinzelt Nebel bilden. Aber das wird sich auflösen und untertags kommen dann wieder dichte Wolken von Süden über und da schwappt dann der ganze Regen am Montagabend wieder über. Dazu teils kräftiger Föhn, also wir erwarten Böen von 70 bis 100 km/h, teilweise auch in der Tallagen. Am Dienstag verstärkt sich dann die Föhnströmung, die Niederschläge schwächen sich ab und so dürfen wir vor allem einen schönen und warmen Oktobertag genießen mit teilweise bis zu 18 Grad. Der weitere Trend ist noch am Schwanken, sodass man eigentlich Temperaturen über der Jahreszeit erwarten können, aber man weiß nie ganz genau, ob es jetzt föhnig ist oder dazu regnet. Mein Name ist Michael Jäger, das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und ciao miteinander.